Ja, und auch noch einmal Hallo für meine YouTube-Zuschauer. Es ist soweit, das Kapitel 2 endet in Fortnite. Ja, hallo, Saki, genau. Nun, ja, das bin ich hier in meiner goldenen Badehose. Und natürlich mein Pott Kaffee auf dem Rücken und auf der Brust, ist ja logisch. Der alte Sack ohne Kaffee geht gar nicht. So, also langsam. Ja, was gut, Fortnite geht. Fortnite, das Ende von Kapitel 2, Anfang Kapitel 3. Also schauen wir mal, wie es wird, dieses Live-Event. Ich hoffe, besser als das letzte. Viele UFOs, viel drumherum, viel Wind, viel laut, aber storyabhängiges Event sehe ich gerade nicht. Schon ein bisschen komisch alles. Okay. Er hat meine Waffen geklaut. Was soll das? Ja, ein bisschen. Ist das zu laut? Ist das so besser? Also, Saki, ist das jetzt besser und bin ich laut genug? Oh, shit. Ich habe eins auf den Dez gekriegt. Aua. Wo? Okay. Mama, was geschieht hier? Irgendwie. Okay. Zeit, ihn aufzuwecken.
Ja, was ist denn zu laut? Meine Stimme oder die Stimmen Wissen Sie, was aus ich dem gerade Game? sehe? Sie überleben immer irgendwie? Aber nicht dieses Mal. Leg los. Nein, nein, leg nicht los, leg nicht los, nein! Das ist nichts Persönliches, aber ich werde es richtig genießen. Würde jemand nachsehen, was das ist? Au. Unmöglich. Du bist gestorben. War nur temporär. Nein! Oh nein. Du bist hier, um mich zu retten. Und du versprachst mir Geno. Ich. The Rock Johnson. Das ist doch nicht wahr. Och Leute, was soll denn sowas? Okay, wie sieht dein Plan aus? Guter Plan. Schieß auf alle, die mich aufhalten wollen. Aufhalten? Was hast du vor? Uns zur anderen Seite bringen. Warte, was? Na komm, Jonesy, Feuer! Das kannst du vergessen. Folgt mir alle zur Brücke. Dort sind wir sicher. Mache ich doch glatt. Das, Leute, lauft. Macht Spaß, um sein Leben zu rennen. Stimmt's? Ja. Ich mach das mit der Tür. Genau. Sind gleich da. Dann machen wir eine Trinkpause. Versprochen. Pass auf! Keinen anderen Weg. Was für ein Tag, nicht wahr? Vorsicht, heiße Kanten! Drehung bei 30 Grad. Dies ist das Epizentrum der Insel, Leute. Wir sind hier sicher. Warnung. Drehung bei 45 Grad. Whoa. Das wären alle. Geschafft. Wo ist meine Waffe? Vielleicht fiel sie mir runter. In den Nullpunkt. Super. Warum soll ich dich andauernd retten? Weil du es kannst. Gut, du bist da. Und auf die Schleifengänger. Die Insel ist verloren, aber wir sind sicher. Drehung bei 60 Grad. Das blendst du sicher? Es hält das Tausendfache des Atmosphärendrucks aus. Also, Freunde, es ist, wie ihr es wolltet. Bereit zu schwimmen? Ja. Also, es ist, wie ihr es wolltet. Die Map von Fortnite wird gerade wieder einmal vernichtet. Ich hoffe, die neue Map wird viel besser und das ewige Schwitzen hört auf. Dann hab auch ich wieder Bock, Fortnite mit euch zu zocken in der Gruppenkeile. Genau.
Also da verschwindet gerade unsere Map, meine Freunde. Ja, schade. Meine Freunde sind leider nicht links und rechts an meiner Seite, wie ich es eigentlich geplant hatte. Aber okay. Hüsterchen, genau. Dann eben alleine. Ja. Oha. Okay. Eine absolute Drehung. Ja, Freunde. Also da steht sie, die neue Map. Lassen wir uns überraschen. Achtung, Welle. Geht in Deckung. Welle. Uff. Okay. So. Das. Ja. War's wahrscheinlich. Wir schauen uns das noch ein bisschen an, das Live-Event. Was soll was jetzt, mein Lieber? Was meinst du? Ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Und ja, alles gut. Ach so, das kann gut möglich sein, dass wir wieder einmal warten müssen. Aber wir schauen uns das an. Ich denke mal, ja, wenn wir warten müssen. Ich werde nicht viel sagen, aber hat das mit Corona zu tun? Kappa. Sorry, Leute. Musste sein. Ja, und nu? Das war's? Server down? Nein. Was ist jetzt? Ich kann ja nicht mal ranzoomen, hä? Was ist das für Blödsinn? Tja. Ist da überhaupt noch jemand bei mir im Stream? Also ich habe immer noch eine dicke, fette Null, die ich da oben sehe. Obwohl da schon drei Leute, vier Leute geschrieben haben. Ah, ja, okay. Mein lieber Hubert, ist da jetzt Ende oder wie oder was? Ich habe null, absolut null Info. Und das belastet mich gerade sehr. Bis jetzt hat man immer eine Info bekommen, to be continue oder was weiß ich was. Ah, jetzt steht da endlich eine 2. Jo, moin, nach 15 Minuten Stream. Iai. Ah, okay. Und hier kommt ein Holzfass. Nun gut, wir warten ab. You Sucker Bro und Klötenhaarflechter, seid ihr beiden auch noch da? Oh, da kommt ein Fässchen. Eine Kiste ist das, ist kein Fass. Aber sieht nicht schlecht aus. Oh ja, Noah ist auch noch da. Hallo Noah, genau. Habe ich ja ganz vergessen, sorry. Ja, ja, so ist das. Alles ein bisschen komisch. Ah, okay.
Ja, wie gesagt, also ich kann den Controller aus die Hand legen und ich warte jetzt einfach ab, was geschieht oder nicht geschieht. Also vielleicht kommt das Fässchen da, die Kiste, auf mich zugeschwommen und ich explodiere. Bam! Junge, Junge, das war heute echt knapp wegen der Arbeit, in den Livestream hier, in dem Live-Event aufzutauchen. Hätten fast nicht mehr geschafft. Ah, okay, das ist wie Raft. Ich finde das ein bisschen ätzend, null Informatik. Also das ist wieder etwas, was mich stört. Ja, man sitzt wieder wie Hein Blöd und guckt auf das Wasser. Man kann ja nicht mal heranzoomen. Das ist ja auch mega ätzend. Ja, also. Ja, Leute, nicht vergessen, morgen am Sonntag 15 Uhr ein erneuter Stream, Livestream, ein Just Chatting über Corona oder Covid-19 und die neuen Bestimmungen. Wir hatten am gestrigen Tag schon ziemlich viel Resonanz. Ich möchte mich aber gerne noch mit viel mehr von euch darüber unterhalten, was ihr denn so davon haltet, was ihr darüber denkt, wie ihr das Ganze fühlt. Viele von euch sind geimpft, viele von euch nicht. Ich verurteile keinen, der geimpft ist, und ich verurteile auch keinen, der nicht geimpft ist. Denn ich gehöre selbst zu den Nicht-Geimpften. Hat natürlich auch einen besonderen Grund, aber das ist morgen das Thema, nicht heute Abend. Würde mich aber freuen, wenn viele von euch hinzukommen und zuschauen. Ja, wie gesagt, eigentlich war ich hier mit ein paar Leuten verabredet, aber es hat nicht funktioniert. Na gut, dann nicht. Schade. Ich weiß es nicht. Ich habe absolut keine Information, was geschieht oder was nicht geschieht. Ja, ich habe die gleiche Info wie ihr. Ich weiß nichts. Ich kann keine Kamera bewegen, ich kann nicht ranzoomen oder rauszoomen, ich kann nichts, gar nichts kann ich. Also das finde ich natürlich persönlich langweilig. Ja, um das mal dezent zu formulieren, ist das langweilig. Aber ich kann ja hier auf unserem Discord, kann ich schauen, weil unser Freund hier, der ist auch in Fortnite und der hat hier gerade eine Bildschirmübertragung an. Bei ihm sieht es nicht anders aus als bei mir. Also ich kann das mitverfolgen. Grüße gehen raus an Gromwaffel. Genau, du bist gemeint. Also lass deinen Stream ruhig laufen, dann kann ich ein bisschen bei dir mit zugucken. Und ja. Wie gesagt, komisch Ding braucht Weile. Und ich habe Zeit, morgen ist Sonntag, also morgen kann ich ausschlafen. Von daher tangiert mich das jetzt äußerst peripher und das ganz rein sporadisch gesehen auf Hochdeutsch. Das interessiert mich einen feuchten Kehricht. Ich habe ja Zeit.
Jo. Nun gut, dann trinke ich mal in euren Namen noch ein Becherchen Kaffee. Ne? Und ja, ihr seht, es geht auf Weihnachten zu und ja, hier, schaut mal. Das ist der Becher, den ich von einem sehr, sehr guten Freund letztes Jahr zu Weihnachten bekommen habe. Und dieser Becher hat bei mir absolut hohe Priorität. Also ich lasse niemanden anderen aus diesem Becher trinken. Definitiv nicht, das ist meiner. Nun, es hat ja auch einen Grund, den habe ich bekommen. Ich weiß, für viele ist das vielleicht ein bisschen egoistisch, aber nein, das hat mit Egoismus nichts zu tun, sondern das ist ein Zeichen von Freundschaft. Von wirklich großer Freundschaft, die wirklich mega interessant ist. Denn wir begleiten uns schon eine ziemlich lange Weile, so wie auch viele, die bei uns auf dem Discord sind. Ich habe viele hier in Fortnite kennengelernt. Viele haben hier eine Freundschaft mit mir begonnen, ja, haben mich hier kennengelernt. Und ja, anfangs kam immer der gleiche Spruch, so ein alter Sack. Jetzt wisst ihr, warum ich DAS bin, also der alte Sack. Ja, hat alles seine Gründe, Freunde. Das ist mittlerweile fast schon ja, 2,5 Jahre her, dass ich wirklich mega aktiv hier in Fortnite gewesen bin. Und ich habe immer wieder mal reingeschaut in Fortnite. Aber ich muss auch sagen, leider ist mir das Dauerschwitzen zu viel geworden. Die Story eine für sich ist mir auch zu unübersichtlich geworden. Ja, ich will hoffen, dass nach diesem Cut, Entschuldigung, ich will hoffen, dass nach diesem Cut wieder etwas, ja, ich will mal sagen, Reizvolles auch für uns Erwachsenen kommt. Denn ihr müsst ja mal bedenken, es gibt Tausende, Tausende Erwachsene, die auch Fortnite spielen. Und mag sein, dass der ein oder andere Erwachsene oder Jugendliche, junge Erwachsene ausgelacht wird, weil derjenige Fortnite spielt. Aber ich finde, Spielen hat ja mit Spiel zu tun, hat mit Freude zu tun. Also Leute, gönnt euch, was auch immer ihr spielen wollt, macht es einfach. Lasst euch da nicht ins Bockshorn jagen. Macht es, wenn euch das Bock macht, dann spielt. Alles andere ist Quatsch, ganz einfach. Aber vergesst nicht, ein Spiel hat mit Spaß zu tun, ein Spiel ist kein Job, kein Hobby, ein Spiel ist echt Spaß. Hört auf, euch die Finger wund zu schwitzen in einem Spiel. Das bringt euch eigentlich nicht wirklich was und schon gar nicht irgendwelche Anerkennung. Klar. Es gibt immer Neider, die, oh toll, das kannst du, oh super. Leute, ich kann nicht mal 90s. Wisst ihr warum nicht? 90s heißt 90. Ich bin 45, also ich mache 45s. Aha, ja, schlechter Witz, ich weiß. Nein, sollte gar kein Witz sein. Sondern ich möchte euch damit wirklich sagen, Leute, versucht doch mal wieder zu spielen, wie sich das gehört, mit Spaß. Und nicht mit Schwitzen, mit einem dicken Kopf und andere Leute beleidigen und rumflexen, tralali und tralala. Wisst ihr, das ist alles Quatsch. Das ist der letzte Blödsinn. Das braucht keiner, will auch keiner. Ne? Ich habe hier in Fortnite wirklich sehr, sehr viele Freunde gefunden. Und ja, leider Gottes habe ich aber schon vor etwas längerer Zeit aufgehört, aktiv Fortnite zu spielen. Durch die Beleidigungen und Anfeindungen, die ich hier ständig bekommen habe, hatte ich irgendwann echt die Schnauze voll und habe gesagt, nö, ich kehre all dem den Rücken
Das tat mir sehr weh, muss ich wirklich zugeben, weil wirklich, ich habe hier sehr, sehr viele Freunde kennengelernt, die mir lieb und teuer sind. Einer davon begleitet mich, seitdem ich Fortnite spiele, seitdem ich YouTuber bin. Jetzt bin ich auch Streamer, so wie ihr das gerade seht. Ich bin ja gerade live. Dieser jemand ist die ganze Zeit an meiner Seite, mal mehr aktiv, mal weniger aktiv, aber er steht mir stets zur Seite. So wie ganz viele auch mittlerweile auf unserem Discord. Ich sage definitiv nicht mein Discord, weil dieser Discord ist ja von Freunden, von der Community aufgebaut. Und somit kann ich nicht und darf ich nicht behaupten, dass das meiner ist. Das wäre gelogen. Das wäre wieder mal flexen an einer absolut falschen Seite. Und das ist nicht meins. Das mache ich nicht. Es ist unser Discord. Ich bin großes D, kleines A, großes S. Ich bin der alte Sack. Unser Discord nennt sich auch DAS. Aber das bedeutet nicht der alte Sack. Das bedeutet den außergewöhnlichen Spezialisten. Denn diese Community, muss ich euch mal ganz ehrlich sagen, sie steht füreinander ein. Jeder Einzelne. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr Kummer und Sorgen habt, diese Community steht euch mit Rat und Tat zur Seite. Jeder Einzelne von fast 300 Membern. Von daher kann ich und bin ich sehr, sehr stolz darauf. Mehr kann ich euch da nicht zu sagen. Ich kann euch immer wieder sagen, nicht ich bin der Discord oder der Discord-Server-Channel, wie auch immer man das nennen möchte, sondern ihr, meine Freunde, ihr seid der Discord. Ihr seid DAS, die außergewöhnlichen Spezialisten. Das ist mein Ernst. Ist so. Prost einmal dafür. Ich will ja nicht fies klingen, ne? Aber es sieht gerade so aus, als ob er da im Wasser auf Jesus sorry, habe ich nie gesagt. Leute, langsam wird es langweilig. Ich glaube, ich mache gleich ein Just Chatting. Das ist ja der Hammer, ehrlich. Keine Information, also ja, was soll ich jetzt dazu noch sagen? Außer dass es eigentlich echt ein bisschen nervig ist. Ja, man hätte doch zumindest eine Info geben können, to be continue oder was weiß ich was. Wie lange werden solche Events vorbereitet? Monate und dann passiert nichts, gar nichts. Du kannst nicht ranzoomen, nicht rauszoomen. Schwimmen ja nicht mal Fische. Also keine Haie, keine Wale, kein gar nichts, nicht mal Schildkröten. Du weißt ja nicht mal, wo du da gerade bist. Also, bist du jetzt in der Nähe der neuen Insel oder nicht oder wie oder was? Ja. Ja, nur, das ist ja klar, wenn man auf Beenden drückt, endet auch das Event für dich, weil du ja das Spiel beendest. Aber Moment mal. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben hier einen Discord und jetzt stelle ich einfach mal die Frage in den Discord, ob da jemand eine Ahnung hat, wie es weitergeht. Und das mache ich jetzt unter Add Everyone.
So. Ich habe jetzt einfach mal hier im Allgemein-Channel von unserem Discord reingeschrieben, at everyone. Huhu, hat jemand eine Ahnung, wie es in FN, Abkürzung Fortnite, weitergeht? Ich bekomme gerade Rückantworten von Gomwaffel. Nee. Jetzt schreibt mir Hubert auch, also unser Gretchen. Nee, habe wahrscheinlich wieder bei Anfang Chapter 2. Ah, okay. Nope, schreibt Sandra. Und ja, alle Kinder wurden von dem Fortnite-Fluch befreit. Ah! FN? Ruffed. Okay. Hey, yo. Ah, stellt eure Profilbilder auf den Kopf. Okay. Ja, nun, nee, Fortnite wird nicht zu Raft. Also, wenn ich mal so ganz ehrlich bin, würde ich sogar empfinden, Fortnite back to the rules. Also zurück zu Chapter 1 oder noch davor, zurück zu Early Access. Als wir alle Early Access gespielt haben, fand ich es wesentlich besser, nicht so durcheinander wie jetzt. Ja, also unser Hubert, unser Gretchen oder Mr. BXNIK, keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Also, auch der schreibt, dass das schon sehr komisch ist, dass nach jedem Chapterwechsel immer 2 Tage Wartezeit ist. Der Fluch ist gebrochen, schreibt mir einer. Jetzt ist es für immer down. Die Kinder wurden befreit. Aha. Ja. Ja, also das ist natürlich scherzeshalber zu verstehen. Stellt euch mal wirklich bildlich jetzt vor, Fortnite wurde gelöscht. Wupp, es gibt ab heute Abend kein Fortnite mehr. Das wäre krass, oder? Das wäre echt krass. Ich meine, ganz ehrlich, der für mich beste Tanz in ganz Fortnite ist das Original Zahnseide. Ich finde es cool, weil es wie so ein Aushängeschild war. Also, ich weiß noch, als ich angefangen bin mit Fortnite, als ich dann angefangen bin mit YouTube, haben mir wirklich viele Jugendliche diesen Tanz vorgeführt, weil ich ihn nicht kann. Da bin ich auch ganz ehrlich, ich kann es nicht. Ich kriege das mit meinen Hüften nicht mehr hin. Ich bin schon alt, meine Freunde, vergesst das bitte nicht. Ich würde vielleicht 2, 3 Schwingungen hinkriegen, also links, rechts, und das war's dann auch. Aber die Early Access fand ich viel, viel besser als die vergangenen Zeiten jetzt in Fortnite. Ganz einfach, viele haben echt angefangen, absolut zu schwitzen, ein Mega-Turnier daraus zu machen, statt das zu machen, was eigentlich Epic Games sich mit der ganzen Geschichte gedacht hat. Ich meine, ihr müsst euch mal vorstellen, das ist das wirklich
meiner Meinung nach das einzige Spiel, welches über alle Spieleplattformen erreichbar ist. Ob das jetzt Handy ist, ob das PC ist, ob das Xbox ist, ob das Switch ist, ob das PlayStation 4 ist oder eventuell bald die PlayStation 5, wenn ihr eine habt. Also ihr alle könnt zusammen Fortnite spielen. Ich kenne kein anderes Spiel, welches die gleichen Voraussetzungen dafür hat. Keines. Der Grund, warum Fortnite so beliebt ist. Es ist nach wie vor eins der beliebtesten Online-Games der Welt. Natürlich, man kann weltweit miteinander spielen, man kann absolut plattformübergreifend miteinander spielen. Also hier können nicht nur zwei Plattformen spielen, hier können wirklich alle spielen, die Fortnite spielen können. Also ob das PlayStation ist, ob das Xbox ist, Computer, Handy. Ihr könnt zusammen spielen. Alle zusammen. So, der Grundgedanke von Epic Games war eigentlich hier, so sehe ich das, durch das Spielen eben Freundschaften aufzubauen. Und ja, ich muss wirklich gestehen, ich habe es genossen, wirklich tagtäglich in meinen offenen Lobbys neue Freunde zu finden. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich damals 42 gewesen bin, als ich angefangen bin mit Fortnite. Ich war wirklich 42 Jahre alt und habe anfangs Fortnite als Joke hingenommen für mich in meinem Alter. Aber ich habe hier Freunde kennengelernt, die haben mir immer wieder Mut gemacht. Stefan, ist doch scheißegal, ob du jetzt 42 bist oder ob du jetzt 22 oder 12 oder was auch immer bist. Hauptsache ist, du hast Spaß an dem Spiel. Und so ist es entstanden. Ich habe fast 2000 Freunde auf Fortnite gehabt. Ja, und die waren natürlich auch nicht nur Deutsche. Das waren Schweizer, Österreicher. Darunter waren auch Japaner. Ich habe mit denen wirklich... voice-technisch habe ich von denen nichts verstanden, aber durch Gesten, durch Handlungen konnte man natürlich auch miteinander kommunizieren. Ihr wisst, die Sprache, die man hört, sind nur 7% der Kommunikation. Also 93% ist Haltung, Gestik und so weiter. Würdet ihr vielleicht mal in euren Schulen lernen, mal drüber reden, Kommunikation, was ist das überhaupt? Das ist nicht nur Reden. Also, von daher, ja. Wie gesagt, ich würde liebend gern wieder viel aktiver Fortnite spielen mit euch allen, denn ich habe euch alle lieb gewonnen, egal wie alt ihr seid. Wie gesagt, ich habe hier einen Freund, der ist um die 60 und ja, ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Ich habe hier Freunde, die sind 40, 44. Ich habe Freunde, die sind sogar erst 8 und ich mag sie trotzdem sehr. Mir ist das Alter, Herkunft, Religion, Geschlecht, ist mir vollkommen Banane. Leute, das ist uninteressant. Was interessant ist doch wirklich, dass man vernünftig, beleidigungsfrei miteinander spielt. Spielen, Spaß haben. Sich Zeit miteinander zu vertreiben, um zu sagen, ey, cool, dass du da bist, lass mal eine Runde zocken gehen. Lass mal Spaß haben. Wisst ihr, ich vermisse die alten Zeiten, ganz dolle. Ich bin ganz ehrlich, also ich vermisse diese alten Zeiten, in denen ich wirklich mit meinen Freunden unterwegs war und wir haben absolut genial Gruppenkeile gezockt. Ihr wisst, ich zocke Gruppenkeile, ja, bin meiner Meinung nach zu faul, mir das anzugewöhnen, richtig zu schießen, richtiges Aim zu bekommen, 90s zu bauen oder was weiß ich. Nein, ich will zocken, um Spaß zu haben. Ich möchte zocken, um mich wirklich mit all meinen Freunden zu unterhalten. Das macht mir Spaß.
Mir ist egal, ob ich jetzt gewinne oder verliere. Uninteressant. Ja, hallo Sebastian. Hey. Ja, also ihr wisst, wovon ich da rede. Es gibt echt Schlimmeres. Und Leute, ich arbeite wirklich im Bereich, wo ganz verschiedene Menschen aufeinanderprallen. Und ja, ich erlebe leider Gottes jeden Tag aufs Neue, wie Menschen sich absolut daneben benehmen können. Ich merke gerade, dieser Stream endet vielleicht in ein Just Chatting, aber das ist mir vollkommen Laterne. Nun, worauf ich hinaus will, ist, es gibt Menschen, die miteinander nicht klarkommen wollen, weil vielleicht der eine mehr verdient als der andere und der andere hat vielleicht drei Autos und der eine hat nur ein Fahrrad. Leute, ich glaube, das ist gerade zu Zeiten, die wir gerade alle durchmachen, sollte uns das doch echt scheißegal sein, was wer sein Eigentum nennt. Ich denke, wir sollten wirklich lernen, uns wieder anzugewöhnen, viel, viel intensiver und freundlicher miteinander umzugehen. Und sagt mir nicht, das können wir nicht, doch das können wir. Meine lieben Eltern, für euch einen kleinen Tipp so am Rande. Wenn eure Kids, eure Jugendlichen, eure jungen Erwachsenen Fortnite spielen, warum setzt ihr euch nicht daneben? Ihr lernt das ein bisschen, den Controller zu bedienen oder die Tastatur. Also ich kann nicht auf Tastatur und Maus, aber meine Neffen können das und von daher versucht es doch mal. Versucht es doch mal. Was ist da schlimm dran? Gar nichts. Habt doch Spaß. Ihr wart doch auch mal jung. Gut, wir haben damals Schlote springen gespielt. Das gibt es heute nicht mehr. Ist verboten. Nun, aber ihr könntet zum Beispiel in einem Spiel wie Fortnite, in der Gruppenkeile, in Teams oder in Duos oder was weiß ich, selbst in Kreativ könntet ihr wirklich, wirklich Spaß haben. Egal wie alt ihr seid, ob ihr jetzt Eltern seid, Großeltern oder Urgroßeltern, ein jeder von euch kann in Fortnite echt Spaß haben. Nein, das hier ist kein Werbevideo für Fortnite. Ganz im Gegenteil, das hier ist ein Livestream, ein Video, in dem ich einfach nur die Wahrheit sage, weil mich einfach nur stört, dass man immer wieder als, was weiß ich was, ihr wisst, was ich sagen will, dass man als sowas beschimpft wird, nur weil man als Erwachsener oder als älterer Erwachsener in Fortnite unterwegs ist. Ich kann es nicht verstehen und von daher finde ich, muss auch nicht sein, solche Beleidigungen oder wie auch immer. Sondern man sollte wirklich sich einfach nur entscheiden, ja, möchte ich mit dem zocken oder nicht. Also ich hatte mal Zeiten, ich musste wirklich mir einen Zettel zur Seite legen, einen Stift, musste wirklich notieren, wann wer in meine Lobby kam, weil meine Lobby, also ihr wisst, wie viele reinpassten, ich glaube, das waren 12 Leute, die da reingepasst haben und die war ständig voll. Jedes Mal, wenn ich Fortnite startete, war die Lobby binnen von spätestens 15 Minuten voll. Und ich hatte immer noch hunderte Anfragen. Naja, okay, 100 ist übertrieben. Aber wahrheitsgemäß, also ich hatte ständig Nachfragen von mindestens 25 Leuten, die immer wieder mitspielen wollten. Also musste ich auch ganz ehrlich sagen, los Leute, du bist dann und dann gekommen, du spielst eine Stunde mit, du spielst eine Stunde mit. Ja, und irgendwann war das halt so, dass immer wieder diese Beleidigungen kamen mir gegenüber und ich habe einfach gesagt, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr, mich ständig von irgendwelchen Kids, von irgendwelchen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mich beleidigen zu lassen, die ich nicht kenne, die mich nicht kennen, die einfach für mich dumm im Kopf sind. Und ja, so ist das leider gekommen. Also
So habe ich auch gewaltig die Lust an Fortnite verloren. Dann kam hinzu, dass Fortnite einer für sich das Spielen keinen Spaß mehr gemacht hat. So ein Durcheinander. Du musstest dies und jenes und welches machen. Nun, es gab mal eine Zeit, da hatte Fortnite, dass man Gruppenhilfe machen konnte. Das hat Spaß gemacht. Klar, natürlich ist das für faule Leute, aber nein, das ist nicht nur für faule Leute, das ist auch für Leute, die wirklich Freunde haben und die gerne mit ihren Freunden sowas machen. Und jetzt? Alles vorbei, Tom Dooley. Jetzt musst du alles alleine. Das Einzige, was du wirklich noch in Teams machen kannst, ist diesen epischen Sieg holen, um den Hängegleiter zu holen. Aber ist der Hängegleiter jetzt wichtig? Mm-mm. Nein, ist er nicht. Ich meine, und schaut euch doch mal eure Kids, eure Jugendlichen, eure jungen Erwachsenen an. Es gibt einfach keinen neuen Hype wie damals, dass Zahnseide, also den Tanz Zahnseide, das war der berühmteste Tanz, das war das Aushängeschild von Fortnite. Und ja, was gibt es denn heute? Nichts mehr. Ne, heute gibt es das nicht. Heute heißt es dann, ja, du hast kein Aim, du kannst ja nicht mal 90s bauen, du kannst dies nicht, du kannst das nicht. Leute, das ist unwichtig, absolut unwichtig. Ich habe Spaß am Spielen und viele andere nicht. Mittlerweile habe ich auch keinen Spaß mehr an Fortnite. Einfach nur deswegen, durch die Beleidigung und durch dieses Durcheinander und durch diese ewigen Rumschwitzereien in Fortnite. Nö, dann macht es keinen Spaß mehr. Dann kann ich mir Horror-Games holen oder was weiß ich, absolute Shooter-Games. Da kannst du schwitzen, da hast du Aufgaben, um weiterzukommen. Aber ich finde, Fortnite sollte wirklich zurück zu seinen Wurzeln und Spaß verbreiten, Freundschaft verbreiten. Ich weiß noch, wie ich damals mit Freunden in der Gruppenkeile ewig das Herz getanzt habe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Tanz heißt. Ich glaube, ewiges Herz oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, als ich das dann getanzt habe, unter mir haben sich die Leute wirklich abgeknallt und gejagt und tralali und tralala. Da war noch das Schiff und unterhalb des, also ich war ganz oben auf dem Mast und unterhalb des Schiffs wurde gemurkst und geknallt und geballert und dies und jenes. Mich haben die Leute wirklich in Ruhe gelassen, selbst wenn ich runtergefallen bin, haben mich sowohl Member als auch eigentliche Gegner absolut in Ruhe gelassen, haben mir vielleicht sogar noch einen Aufstieg ermöglicht, um wieder oben zu stehen, um diesen Tanz weiter fortzuführen. Also das hat Spaß gemacht, das war echt, echt toll. Ja, und auch so habe ich viele, viele Freunde kennengelernt, dass ich einfach gezeigt habe, ey, man kann auch anders in Fortnite. Man muss nicht gegenseitig sich die Birne wegrotzen. Das könnt ihr in Solo, Team, Duo oder Trio oder was weiß ich, da könnt ihr das gerne machen. In der Gruppenkeile ja, auch. Aber es ist ja kein Teamen, wenn der eine auf diese Seite tanzt, der andere auf diese Seite. Ist das kein Teamen, weil sie sind ja voneinander getrennt. Sie tanzen ja nicht miteinander. Also, war das kein Teamen. Wir wurden nicht gebannt, weil wir nicht geteamt haben. Wir haben uns nur nicht angeschossen. Warum? Hä? Musste nicht sein. Also, all das vermisse ich. All das würde ich liebend gern wieder zurückhaben in Fortnite. Dann würde Fortnite mir persönlich wieder viel mehr Spaß machen, wenn ich zuschauen kann, wie sich neue Freundschaften bilden, wie Freunde miteinander umgehen, zocken. Also, ja, ihr könnt auch in den YouTube-Videos von mir sehen, was wir alles in der Gruppenkeile mal gemacht haben. Das
könnt ihr auf meinem YouTube-Channel natürlich sehen. Da habe ich mehrere solcher Videos. Und da könnt ihr dann sehen, ja, die Lobby war ständig voll. Also es war einfach kein Platz mehr. Wir haben eigene Events gebaut. Wir haben wirklich Musik gemacht. Wir haben ein Haus gebaut. Das Video heißt, glaube ich, meine Community baut mir ein Haus. Ja, so ähnlich. Also es war wirklich eine Überraschung für mich. Und ihr müsst wirklich begreifen, es waren mehrere, sehr viele verschiedene Charaktere, verschiedene Altersgruppen und Geschlechter und Herkünfte und was auch immer. Und trotzdem haben sie gemeinsam gearbeitet, um mir ein Haus zu bauen. Mir für euch, meine Zuschauer, für euch dieses Unternehmen zu starten. Ja? Und ja, im Endeffekt wurde das alles zerstört, dadurch, dass Fortnite wirklich nur noch ein Schwitzerspiel geworden ist. Man hatte keine Anreize mehr, wirklich mit Freunden in Fortnite zu gehen. Dann heißt es nämlich auf einmal, du bist ja voll der Noob, du kannst ja nicht mal aimen und ey, du musst doch hier schießen, du musst doch da schießen. Och Gott, Leute, das ist langweilig, wirklich. Nun, ich denke mal, der Stream wird jetzt gleich enden, da es sich hier wirklich, irgendwie tut sich hier gar nichts. Und ich merke schon, ich fasel hier wieder über alte Zeiten, über das, was ich mir gerne wünsche. Aber wer bin ich, dass ich Wünsche äußere, ne? Ich bin der alte Sack. Und ja, wünschen darf ich. Ob sie in Erfüllung gehen oder nicht, nun, das sei dahingestellt. Ja, aber erst nochmal Prösterchen Kaffee, meine Freunde. Und ja, nur so als kleinen Tipp auch für euch noch einmal, ob jetzt hier auf YouTube oder da auf Twitch. Wir, also unsere Community, die DAS.com, würde jeden von euch herzlich bei uns begrüßen. Lest euch die Regeln durch. Verhaltet euch bitte angemessen. Und ja, wie gesagt, nicht angeben, nicht rumschwitzen und ja, keine ernsthaften Beleidigungen. Dann seid ihr wieder ganz schnell von dem Discord weg, denn ich habe Berater. Also wie gesagt, nicht ich bin der Discord, sondern die Member des Discords sind der Discord. Und ich kann euch schwören, auf alles, was irgendwo heilig sein soll oder könnte, sie werden es nicht zulassen, wenn ihr beleidigt. Dann werdet ihr entsorgt, ganz einfach. Dann kommt ihr raus, ihr werdet gebannt, ihr bekommt einen Dauerbann und dann hat sich das Thema. Beleidigen wollen wir nicht. So sieht das aus. Und wie gesagt, euer Alter spielt hier keine Rolle. Das interessiert niemanden, wie alt ihr seid. Ob ihr jetzt jung oder alt seid oder was weiß ich. Und wenn ihr uralt seid, solange ihr reden und schreiben könnt und euch benehmt, seid ihr auf unserem Discord herzlich willkommen. So, ich mache mir noch einen Anti-Gesundheitsstängel, meine Freunde. Und ich denke, dann werde ich diesen Stream beenden. Wie gesagt, ich habe mir ja sowieso ein bisschen das Ganze anders vorgestellt. Eigentlich war ja abgemacht, dass ein paar Freunde mit mir zusammen hier im Stream sind. Aber diese Freunde sind nun mal anderweitig auch in Fortnite. Die sind wahrscheinlich vor mir in Fortnite gegangen, weil ich ja arbeiten war. Aber nun, Leute, es ist so, da bin ich auch kein Böse drum. Ganz im Gegenteil, ich finde das toll, dass sie dann selbstständig genug sind und sagen sich, gut, okay, dann muss Stefan halt alleine klarkommen.
Ich bin ja schon groß und, naja, stark nicht, aber ich bin schon groß und alt. Also, nein, ihr merkt schon, ich lasse jedem seine Freiheit, wie sich das gehört. Und ich könnte jederzeit auf deren Channel gehen. Die sind hier bei mir, bei uns auf dem Discord. Ich sage immer bei mir, weil ich meinen eigenen Bildschirm als für mich bei mir bezeichne. Und von daher kann ich euch wirklich ans Herz legen, wenn ihr ernsthaft Bock auf Freundschaften habt, auf Deutschland, auf Österreich, Schweiz, ja, von all denen sind die Menschen hier bei uns auf dem Discord mal mehr aktiv, mal weniger aktiv. Es kommt immer so drauf an, was man auch privat macht oder vorhat oder auch nicht. Aber so vom Groben und Ganzen bin ich dankbar, dass mir hier wirklich meine Berater, anfangs war es nur einer, und zwar war das der Berater, der mir damals sagte: Stefan, mach das. Mach einen Discord. Ich wusste nicht, was das ist. Ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie man das Ding aufbaut, wie man das Ding handelt. Nun, mittlerweile bin ich ein bisschen schlauer. Dank meines ersten Beraters, meines zweiten und dritten und vierten Beraters, also mittlerweile habe ich vier Berater. Und ich bin stolz auf jeden einzelnen von ihnen. Sie haben sich das absolut verdient. Ich habe sogenannte junge Säcke. Das sind dann die rechten Hände der Berater. Unsere Berater, die wir als Berater bezeichnen, sind fast schon Vertreter des Owners. Nun, Owner bin ich, aber da ich aus einer ganz anderen Generation komme, habe ich von all dem ja noch nicht wirklich Ahnung. Ich müsste mich wirklich reinhängen und lernen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, dann würde ich vielleicht als Owner vieles selbst in die Hand nehmen. Aber, ich muss wirklich sagen, aber, ich brauche das gar nicht. Ich kann mich hier absolut auf die gesamte Community des DAS-Servers verlassen. Klar, kleine Reibereien, die gibt es immer. Das ist immer so. Es sind fast 300 Menschen, 300 Individualisten, also 300 ganz verschiedene und doch gleiche Menschen. Gleich? Nun, gleich sind sie in dem Gedanken, eine vernünftige Freundschaft haben zu wollen. Eine Freundschaft, in der man nicht beleidigt, in der man nicht irgendjemanden, was weiß ich, wegen seiner Herkunft, wegen seiner Sprache, Aussprache, Geschlecht oder selbst wegen seinem Alter ja, mobbt, down macht oder beleidigt. Wie gesagt, das ist hier nicht erlaubt. Und ihr könntet das ein-, zweimal hinbekommen, aber dann kommen die Berater dahinter, die jungen Säcke kommen dahinter und selbst unsere Helfer, also die Supporter, ihr wisst ja, Supporter heißt Helfer, also unsere Supporter kommen dann dahinter, dann würden auch die KMs, die sogenannten Kanalmoderatoren, dahinter kommen und all die würden dafür sorgen, dass ihr ganz schnell wieder vom Server verschwindet, weil das einfach absolut unangebracht ist. Nun, meine Freunde, wie dem auch sei, ich würde sagen, die Stunde ist voll, es tut sich nichts und zwar gar nichts. Schade. Und von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, dann reicht es auch mit dem Stream. Dann habe eine
relativ gute Idee. Nein, nein, morgen. Nein, ich wollte gerade sagen, ja, ich könnte ja jetzt gleich im Anschluss noch ein Just Chatting machen. Nein, mache ich nicht. Morgen am Sonntag mache ich das. Nun gut. Es ist nun mal, wie es ist. Wir kommen hier überhaupt gar nichts vorwärts. Und von daher würde ich einfach echt sagen, wir belassen es dabei. Und ja, dann sehen wir halt morgen, Vormittag wahrscheinlich, wie es weitergeht. Bis jetzt erst einmal. Vielen Dank, meine lieben Freunde auf YouTube. Das Video ist jetzt beendet. Es wird ungeschnitten hochgeladen. Nur für euch. Euer großes D, kleines A, großes S, 1976 sagt Danke, dass ihr dabei seid. Und wir hoffen, dass es bald wieder ein bisschen reizvoller wird in Fortnite mit vielen unserer Freunde wieder vernünftig zu spielen. Bis dahin sage ich, euer alter Sack, euer Stefan, vielen Dank und tschüss!